Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krischer und heute gucken wir uns Creatures of Ava an. Ein Action-Adventure und gleichzeitig auch ein Creature-Collector. Also ein Kreaturensammler-Spiel. Das ist jetzt so ein neues Genre, was jetzt schon seit ein paar Jahren existiert. Aber mittlerweile gibt es auch sehr viele Titel in diesem Genre. Unter anderem zum Beispiel Palworld, was dieses Jahr sehr erfolgreich war. Oder in den letzten Jahren ist auch Temtem rausgekommen oder auch Cassette Beast. Das heißt, in diesen Spielen geht es hauptsächlich darum, Kreaturen zu sammeln und ja, diese zu behalten, beziehungsweise diese manchmal auch für dich kämpfen zu lassen. Also natürlich sehr von Pokémon abgeguckt worden. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal die Geschichte an. Oder die Lore. Let's just continue with the rescue brief. Wait, something's wrong. Vic? Vic! Tabitha? Are you there? Also ich finde es auf jeden Fall super, dass die sich für diesen Stil entschieden haben. Also den Erzählungsstil, dass es ja wie ein Anime aussieht. Das ist sehr, sehr cool, feiere ich. Das machen sehr wenige Spieler, muss ich sagen. Und ja, eigentlich ist das ein Indie-Spiel, soweit ich weiß. Aber es ist von 11-Bit Studios gepublished worden. Das heißt, die sind ja unter anderem für Traumatorsch oder auch für die, oh Gott, Anomaly-Teile, falls man so um die 2011 Spiele gespielt hat, bekannt. So, wir müssen uns jetzt heilen. Wir haben ein Heilgebräu. Okay. That's better. Und dann heilen müssen wir, glaube ich, noch mal. Ja. But our field equipment is it's Tabitha? Do you read? Nothing. Maybe if I get some height. Mir gefällt schon mal. Ich habe das schon in den Screenshots gesehen. Also die ganze Welt ist halt sehr, sehr bunt und Grafikstil ist. Ja, man könnte natürlich so comichaft sagen, aber also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe den Key wieder von Entwickler bekommen. Das heißt, wir gucken uns das jetzt natürlich an. Aber ich habe jetzt keine vom Entwickler keine, sage ich mal, Voraussetzung dafür, dass ich das Video mache. Ich muss jetzt nichts Positives über das Spiel sagen, wenn ich nichts Positives zu sagen habe. Das heißt, alles, was ich über das Spiel sage, ist natürlich nur meine eigene Meinung. Sonst würde ich mir die Keys von den Entwicklern bzw. von den Herausgebern auch nicht holen. Hey, wait. Oh, okay. Okay, cool. Das heißt, wir haben hier auch sowas wie ein Pokédex. Das heißt, wir können uns über die Kreaturen hier bestimmte Sachen durchlesen. Okay, das ist ein T-Rex. Okay. Achso, und dann haben wir Aufgaben. Okay, wir machen Kai heißt das Vieh. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Kreaturen bisher. Also okay, das heißt einfach nur Kreatur. Anscheinend.
Avapedia heißt das. Okay, das ist sehr kreativ. Top Gag. So, wir haben hier Inventar. Ist verschwunden, ne? Ja. Der Kai ist verschwunden. Ich spiele übrigens auf mittlere Grafikeinstellung, das heißt, man könnte hier die Grafik noch ein bisschen hochdrehen, aber mein Rechner zieht das halt nicht. Das heißt, ich kann euch mal kurz zeigen, wie das jetzt auf ganz hoch aussehen würde. Also man sieht, ja, sieht auf jeden Fall anders aus. Aber dann habe ich halt nur 30 FPS, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Deswegen spielen wir einfach mal auf Mittel. Und ich finde, bei so einem Spiel ist das echt absolut nicht wichtig. Denn der Artstyle ist halt so, dass eigentlich egal auf welchem Grafikniveau man das halt spielt, er eigentlich immer gleich aussieht. Was ich auch wirklich mag, sag ich jetzt mal. Dass man das auch mal mit älteren Rechnern spielen kann. Ducke dich im hohen Gras, um dich zu verstecken. Aha, okay. Das heißt, ich kann mich dann halt vor den Kreaturen halt verstecken, dass die sich halt vielleicht nicht zu schnell von mir erschrecken zum Beispiel. Ja, okay, das sind diese zwei wieder. Weil ich jetzt ein Foto machen müssen, oder wie ist das? Ah ja, genau. Mache Fotos mit deiner Kamera, um wichtige Informationen über diese Kreaturen und andere Charaktere freizuschalten. Hier mittlere Maustaste rein zu zoomen und Linksklick. Okay. So, das heißt, hier kann ich ranzoomen. Na, dreh dich mal um. Ja, das ist nicht so ein gutes Foto. Machen wir hier. Could you stand still and pose, please? What a beautiful creature. What was that? Okay. More importantly, how big is it? So, let's go. Hier drauf? Ja. Was ich schon mal bemerken muss, also ich finde es sehr cool, die Umgebungsgeräusche, dass das halt direkt am Anfang ist. Also ich höre, wenn ich halt nach links schaue, durch einen Wasserfall, wenn ich ein bisschen nach rechts gucke, beziehungsweise von rechts kommt also ein Eulengeräusch. Das trägt auf jeden Fall definitiv zur Immersion bei, sag ich mal so. Das ist mir bei solchen Spielen eigentlich viel wichtiger als bei irgendwelchen Shootern oder sowas. Aber bei solchen Action-Abenteuern ist für mich die Immersion halt super wichtig. Und die ist hier auf jeden Fall schon direkt am Anfang gegeben, sag ich mal. Wo soll ich denn jetzt die Kamera rausholen? Wegen den Viechern hier? Ah ja. Nicht bekannt. Das sind diese Eulen anscheinend. Soweit ich auch weiß, hat man hier keinen direkten Kampf. Also ich habe mir mal ein bisschen über das Spiel halt informiert. Sondern man muss letztendlich bei den Kreaturen einfach ausweichen. Das heißt, sie greifen dich dann irgendwann an, wenn du sie halt fangen willst oder sammeln willst, je nachdem. Und du musst halt sozusagen eigentlich nur ausweichen, damit die halt keinen Schaden machen. Oder so wenig Schaden wie möglich, sagen wir es mal so. Und dann kannst du sie halt einfangen. Aber direkten Kampf hast du halt hier nicht. Also, dass du gegen die Kreaturen zum Beispiel wie in Palworld oder sowas kämpfst. Ich weiß natürlich nicht, ob man halt Kreaturen gegen Kreaturen dann kämpfen lassen kann. Das müssen wir dann sehen. Und tot. Das Spiel sah jetzt ein bisschen sehr groß aus, dafür, dass ich das jetzt aushalten würde. Aber gucken wir mal. Also Ava ist sozusagen diese Gegend, beziehungsweise dieser Planet, auf dem wir jetzt gelandet sind. Ach so, okay.
Das heißt, die Kreatur hat anscheinend jemanden gehört. Den lernen wir jetzt kennen. Need some help? Okay, es gibt leider keine Synchronsprecher, beziehungsweise in den Dialogen gibt es keine Synchronsprecher, das ist ein bisschen schade. Sehr witzig aus. Ist wie so eine Kreatur, aber so ein bisschen vermenschlicht. Sieht eher wie so eine Eule mit einer riesen Nase. Die Federn auch eher wie von einer Eule. Oder halt von einem Vogel zumindest. Auf jeden Fall witzig aus, das Vieh. Wir sind in irgendeinem Tempel. Find einen Weg. Ah ja, okay, steht ja auch da. Finde einen Weg aus dem Tempel. Das. Also ich habe keinen Doppelsprung oder sowas. That's the infection. Aha. The images I've seen do not convey the smell. Was haben wir hier? Das ist die Infektion oder was? Okay. Aha, okay, also Kreaturen werden aggressiv, wenn sie durch diese Infektion. Wenn die Infektion diese erreicht. Und ja, gut, man sieht ja jetzt wieder, wie in sehr vielen, auch teilweise älteren Spielen, man muss nicht unbedingt wissen, wo man weitergeht, sondern man sieht einfach an bestimmten Stellen, ja, wie einen gelben Pfad. Früher war das ein gelber Pfad, heutzutage ist es mal ab und zu mal ein blauer Pfad und hier sind das einfach so weiße Streifen. Dadurch weiß man, dass man dahin muss. Und das da ist die Infektion selbst. Ich weiß gar nicht, muss ich die fotografieren vielleicht oder so für später? Egal, halten wir einfach mal. Okay, wir können hier tatsächlich hoch. Und das hatte mich gerade gewundert. Aber das bringt mir jetzt nicht viel, ne? Weil ich habe ja jetzt nicht einen Hammer oder ähnliches. Okay, das heißt, es war einfach ein zweiter Weg, den wir hätten gehen können. Wir müssen auf jeden Fall nicht hier lang, sondern wir müssen hier lang. Wow, this thing still works. Okay, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Hier schönes. Ja. What is this? Ja, da hat jemand anscheinend noch nie Indiana Jones geguckt. Das ist, soweit ich weiß, die... Also wie so ein Stab, Zauberstab oder wie auch immer. Okay, was ist jetzt passiert? Was passiert? Nafita heißt das Ding, okay. Oh. Mhm.
Okay, der Typ ist Archäologe. Hm. Vital möglich ist dir, das Welken zu neutralisieren. Nutze ihn, um die Welkenblüte zu entfernen, die den Weg blockieren. Halte Linksklick gedrückt, um einen Verbindungslink zu wirken. Halte mittlere Maustaste während der Streichtiefs, um die automatische Kamera umzuschalten. Aha. Na dann, machen wir das mal. Warte mal, achso, nee, das ist ja hier. It works. Keep going. Okay. Das ist auch der Stab, den wir brauchen werden, um dann halt Kreaturen zu sammeln. Beziehungsweise zu capturen, wie auch immer. Oder zu, na gut, collecten ist ja in dem Sinne sammeln. So, was ist hier? Hier ist noch irgendwas. Was ist das hier oben? Aha, okay. Hey, Mr. Archaeologist? You're gonna wanna see this. Das ist aber auch ganz komisch, dass teilweise Synchronsprecher halt also da sind und... Stone we teach. Hm. What? The ancient Ataris built these all over Ava. It's a sage stone. See the inscriptions? Through stone, we teach. Hmm. Is there a language you don't speak? You don't know much about us now, do you? Put the Nafitar into that slot. Go on, trust me. There it is, an Antares mosaic. But it's fractured. Maybe we can. Hmm. How could I fit the pieces together? Ja, ist anscheinend, ist das so hier irgendwie. Bisschen nicht so bequem, das zu machen. Jetzt entspann dich mal bitte. Das ist hier von der. So, das ist ja der Baum. Bestimmt hier. Keep working on it. So. Was ist damit? Das kommt. Anscheinend. Wo ist denn hier. Das Teil, warte mal. Das Teil muss ja anscheinend hier irgendwo hin. Ah, nee, stimmt hier, das Baumteil. Ich habe es noch gar nicht gesehen. How could I fit the pieces together? So, perfekt. Machen wir das so, dann kommt das hier hin und das kommt. Okay, der kommt irgendwie hier hin. Nee, das haut irgendwie auch nicht hin. Warte mal. Und den hier erstmal wegmachen. So, genau. Looks like a group of those Antares people you love so much, but do you know what's happening here? It's a funeral. The Antares buried their loved ones in the soil. But for each body, they uprooted the tree. Then they made these trees float above the grave as a marker. You're saying their gravestones were floating trees? Are you surprised? You humans have your magic, the Antares had theirs. And I think we just got some of it. Okay. So. Ushun lässt verwelkte Kreaturen für einige Zeit über dem Boden schweben. Ach so, okay, jetzt können wir alles aufmachen.
Die Kraft kannst du schon schweben lassen, um eine Kraft einzusetzen, musst du mit einem verwelkten Wesen verbunden sein. Aha. Linksklick, um verwelkte Wesen zu verbinden, drücke Q, um die Kraft einzusetzen. On the Sage Stone, they use the word Ushun, which in your language would be levitate. So, Stronglegs, try to Ushun. Try to levitate something with the Nafitar. Aber ich muss mich doch erstmal, es hieß doch, ich muss mich erstmal verbinden. Ah, okay, also so hier. The effect is temporary. Still, this new ability might help us find a way out. Warte mal, was ist da? Da war ich ja noch nicht. Oh, ne, Quatsch, hier bin ich ja reingekommen, ja. Ich find's vor allem komisch, dass eigentlich Synchronsprecher fast immer sprechen, außer wenn ich in einem Dialog, wenn die zwei Charaktere im Dialog halt nebeneinander stehen und ich halt einfach weiterklicken muss, da gibt es keine Synchronstimmen. Warum auch immer. Was ist das? Achso, das ist ja da, wo ich den Stab rausgenommen habe. So, und ich weiß, dass ich irgendwo habe ich sowas schon gesehen. Da vorne, genau. Hier, das hier habe ich das. Genau, hier ist eins. Ah, okay. Cool. Aha. Okay, witzig. Also da kann ich noch eins wirken lassen, da kann ich eins wirken lassen. Warte mal, kann ich mich auch da drauf stellen? Stimmt, oder? Ah ja, das geht. Okay, cool. So, dann machen wir das mal hier. Ja, da muss ich darüber anscheinend. Aua! Oh mein Gott. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Kann ich nicht da reinspringen? Okay. Ein bisschen komisch. Na komm. Jetzt. Vielleicht einfach, wenn ich an den Rand gehe. Ah ja, jetzt. Ach so, okay. Muss ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal machen? Okay. So. Jetzt müsste der Spaß aufgehen. Let's go. That crash down there. It's in pain. It is trapped by withering. Soon it will be a withered one. Crazed, aggressive. Perhaps we should. Human. Achso, das ist jetzt schon ein Krei, der sozusagen böse geworden ist. So, sprinte und springe, um bei gefährlichen Bewegungen zu bleiben. Diese Aktion kosten Ausdauer. Alt, um zu springen, Leertaste, um zu springen. Ah, gut, okay, das ist klar. Ich muss. Das ist sozusagen der. In dem Sinne der Kampf in diesem Spiel. Wie ich schon gesagt habe, man muss eigentlich nur die ganze Zeit ausweichen. Oh mein Gott, wo kommst du denn mit daher? Ah, okay. Ich kann den auch mit der Q-Fähigkeit kann ich ihn schweben lassen. Verweckte Wesen, die mit dem Strahl kollidieren, werden automatisch in die Absorption eingebunden. Ah, okay, das heißt, ich kann auch mehrere Viecher. Mehrere Kreaturen kann ich. Wow. Ah, jetzt. Jetzt habe ich beide sozusagen hier drin. Aua. Jetzt spann ich mal bitte. Was seid denn ihr so aggressiv, mein Gott? Okay.
trink mal hier. Okay, so, die sind jetzt alle. So, und denen kann ich jetzt helfen. Shh, easy. What are you doing, human? These creatures are why I'm here. You're here to save a Kraj? I told you, I'm here to save everyone. Hmm. Well, well. Looks like we found our way out of here. So, Mr. Archaeologist, what do they call you? Let's see. In your tongue, my name is... What is it in Nam? Oh, Nimar. I'm Nimar. So, anscheinend haben wir jetzt das Tutorial durchgespielt. To the plan. God, I hope she's hearing me. Get that old teleporter working, Vic. Genau, das meine ich. Also warum gibt es jetzt hier, ich meine, ja, klar, Synchronsprecher sind nicht billig und so, aber mein 11-Bit Studios ist jetzt nicht so klein. Also der Herausgeber, da hätten die ruhig ein bisschen mehr Geld reinstecken können, dass man halt wirklich überall, auch bei Dialogen halt, Synchronsprecher halt sprechen hat lassen. Sagen wir es mal so. Okay. Lesen wir einfach mal durch. Okay. Muss ich dem anscheinend hinterher. Das Spiel ist am 7. August übrigens erschienen. Also nicht in die Early Access, sondern ganz normal als 1.0-Version. Kann ich das einsammeln? Achso, ja, tatsächlich. Also mit Pflanzen kannst du natürlich Verbrauchsobjekte herstellen, ja. Habe ich mir schon gedacht. FPS-mäßig muss ich sagen, ab und zu hat man schon Abbrüche. Also ich habe jetzt immer so zwischen 40 und 55 FPS, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Oh, wer bist du denn? Hallo? Oh, und wieder Menschen. Ja, okay, ich gehe ja schon, schlimmer. Aber die FPS-Einbrüche sind jetzt nicht so schlimm, dass man das gar nicht spielen kann. Und wie gesagt, also es ist ein Spiel, was in 2024 rausgekommen ist. Mein Rechner ist jetzt auch schon 6 Jahre alt, deswegen kann ich jetzt nichts darüber sagen. Also ich spiele ja nicht auf einem aktuellen System. Es ist auf jeden Fall auch Mittel für mich sehr spielbar. Sagen wir es mal so. Aha. Das ist natürlich witzig.
Hondo ist schlecht drauf, ja, das merke ich ganz selber. Boah, kann ich bitte so ein Reittier haben? Das sieht wie ein Reittier aus. Die letzten Menschen bauten ein hässliches Haus außerhalb unseres Dorfes. Also die Welt ist halt, also mein Gott, wie fucking bunt das ist unglaublich. Und das ist jetzt nicht mal negativ gemeint, also das ist, echt, sieht echt cool aus. Die Tore von Anatris wurden geschlossen, als das Werk begann. Ja, das sieht halt echt schön aus. So, dann gehen wir nochmal rüber, quatschen wir nochmal mit dem NPC. So, oh, wir können auch Dialoge hier auswählen. Ein Schreibstock. Wir lieben Stifte. Dings. Seilbahnbrück. Okay. Und die verlassene Menschenbasis. Können wir jetzt auch M drücken. Wir können mal kurz ein bisschen rausscrollen. Das heißt, also wir sehen jetzt nicht die komplette Karte. Okay, was haben wir jetzt im Avapedia noch Neues? Achso, jetzt diese Pflanzen. Können wir halt sehen, wächst überall. Was haben wir noch? Achso, das sind diese Eulen oder wie auch immer. Ah, okay, man kann die Kreatur noch streicheln. Das ist cool. Nutze die Core-Fähigkeiten von Oho. Aha. Das heißt, mit jeder Kreatur kann man irgendwie interagieren. Und die geben einen entweder Buffs oder man kann sie dann, was weiß ich, irgendwelche größeren Kreaturen kann man dann vielleicht reiten oder so. Dann kann man die von der Infektion befreien und rette die Spezies von Ohoi. Aha, okay. Sehr cool. So, was haben wir hier? Das ist diese Stadt. Das ist der Baum. Das haben wir auch schon. Warte mal. Okay. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch die nächste Quest. Wir sehen es ja hier. Oh, warte mal, was war das? Irgendwas gehört. Irgendeine. Oh ja, was bist du denn? Wie so ein Nachtigall oder sowas. Und die Viecher ja voll cool. Erinnert ein bisschen an Futurama. Richtig cool. Das sehen so wie eine Verbindung aus einem Fuchs und einem Pferd oder sowas. Richtig cool. Ich hoffe mal, es gibt dann später. Oh, was ist das? Leiter? Achso, okay. Das ist eine Leiter. Ich hoffe, es gibt später irgendwie so ein. Irgendwas zum Fliegen, also irgendwelche Flügeln oder sowas, wo wir einfach von einem Berg runterspringen können. Also so ähnlich wie bei Zelda und Co. Also wie bei anderen Action-Adventures, dass wir halt gut vorankommen. Also gut traveln können, sagen wir es mal so. Ah ja, okay, warte mal. Ich hab die auch noch nicht fotografiert. Nehmen wir ab. Kann ich euch irgendwie. Warte. Kann ich die jetzt schon einfangen? Ne, ich kann die noch nicht einfangen. Mann, ey. Oh, okay, der hat hier so ein. Hat hier so ein richtiges Haus gebaut. Oh, stimmt. Man kann später. Das weiß ich jetzt auch noch. Später haben wir auch so eine Flöte. Und mit dieser Flöte können wir.
Ja, können wir auch genau wie er halt Musik machen. Oder gibt es zurzeit so einen Wettbewerb vom Entwickler von 11-Bit Studios? Da kann man alle Spiele von 11-Bit Studios gewinnen, wenn man mit der Flöte ein bestimmtes Musikstück, also einfach Musik produziert, sagen wir es mal so. Muss jetzt, glaube ich, auch nichts Großartiges oder so sein. Aber ich hoffe mal, ich komme dann bis dahin, dass ich bei diesem Wettbewerb auch mitmache. Ich habe auch nur bis nächste Woche Zeit. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Weil die haben, 11-Bit Studios hat wirklich sehr viele coole Spiele, kann man auf jeden Fall sagen. Okay, da kann ich was hochheben, aber wie komme ich denn... Oh, warte mal, hier ist auch noch irgendwas. Ah, okay, hier. Sehr gut. Gucken wir hier durch. Was ist das? Seilbahn schaffen. Ach so. Ah, okay. Ja, alles so. Stand da reiten? Was? Reiten. Okay, also. Reiten würde. Wäre jetzt nicht das Wort, was ich benutzen würde bei einer Seilbahn, aber vielleicht bin ich auch zu unerfahren in Seilbahn. Benötigt Strom. Okay. So, hier können wir... Ah, okay, hier ist noch eine Pflanze und das können wir natürlich hochheben. Bam. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Heiltrank. Ja, das können wir immer noch nicht aufmachen, aber wir können diesen Generator einschalten. Na, ah, okay. Tab! Oh. Okay, alles klar. Haben wir jetzt haben wir halt wenigstens auch noch weitere Menschen hier auf diesem Planeten. Oh, wir haben hier noch eine Memo von Dr. Margaret Tour. Was haben wir denn hier Schönes? Ja gut. Letztendlich einfach nur gesagt. Oh, warte mal, wir können. Ah, okay. Wir können jetzt den Teleporter benutzen. Kommen wir uns direkt. Alles klar. Cool. Ja, die Tür müsste jetzt eigentlich aufgehen. Sehr cool. Ja gut, dann würde ich sagen, reicht das jetzt fürs erste Anspielen. Ich muss sagen, das Spiel ist sehr süß in Anführungsstrichen. Es ist sehr schön gemacht, also es ist schön gemacht in dem Sinne, der Artstyle gefällt mir halt sehr gut. Mir gefällt es, das Spiel sehr, ich wollte schon interaktiv sagen, aber ich meine nicht interaktiv, sondern dass das halt sehr immersiv ist. Also dass man wirklich überall halt irgendwelche Kreaturen hat, man hat überall irgendwelche NPCs, die auch jetzt Dialoge haben. Und das, was mir so ein bisschen, wie gesagt, negativ aufgefallen ist, dass man leider nicht überall Sprecher eingestellt hat, beziehungsweise bei den ganzen Dialogen, das ist ja nur der einzige Punkt, wenn man halt mit jemandem, mit einem NPC spricht, dass da halt die Dialoge keine Synchronsprecher leider haben. Ist nicht ganz so schlimm, aber wie gesagt, mir gefällt es halt gerade bei so Action-Abenteuern,
Beziehungsweise in einem Spiel, wo man halt nicht viel Kampf hat, sondern eher halt es um Entdecken geht und um Sammeln. Da finde ich, dass halt die Geschichte ist halt dann sehr viel wichtiger. Und dadurch, wenn es halt mehr Synchronsprecher bzw. Synchronstimmen gibt, verleiht das im Spiel eine größere Tiefe. Und dadurch baust du auch eine größere Emotion zu den Charakteren auf. Das ist hier halt, wie gesagt, nicht so gegeben, da, wie gesagt, die ganzen Dialoge leider keine Synchronsprecher haben. Aber gut, wir werden ja sehen, wie das Spiel sich in der nächsten Zeit entwickelt, beziehungsweise wie sich das dann vorschreitet, wenn ich das weiterspiele. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.